Lilo, meine Zuschauer hatten mich gebeten, mal Arch Linux, mal die Installation mal kurz zu zeigen. Gut, wollen wir machen. Wie im vorhergehenden Video schon gesagt, das wird eine längere Reise. Gut, ich bin hier übrigens nicht unter Arch Linux, das dient mir jetzt nur zum Aufzeichnen dieses Videos. Wir werden heute mal zeigen, Installations-CD, wie wir uns die besorgen, die in den PC reinstecken, die Basisinstallation erstmal machen, dass wir die Installations-CD, die Live-CD nicht mehr brauchen. Dabei werde ich dann die gesamte Festplatte löschen. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr das nicht wollt, andere Festplatte rein oder einen anderen PC. Ne? Den PC bitte mit dem Kabel, mit dem Router verbinden, damit ihr ins Internet kommt, WLAN ist in dem Video nicht. Ihr solltet einen zweiten PC haben, um zum Beispiel dieses Video anzusehen. Das Wiki zu lesen, ne, von Arch Linux. Das ist nämlich Arch lang. Und Anleitung für Einsteiger ist eigentlich ist eigentlich für Leute, die schon 10-mal Arch Linux installiert haben und nur noch eine Kurzanleitung brauchen. Also, das Video ansehen, Wiki lesen, Bilder, Screenshots, die ich euch auf meine Google Drive gelegt habe, angucken, braucht einen zweiten PC oder einen Laptop oder ein Smartphone oder ein Tablet. Ne? Das zur Vorbereitung. Auf dem PC soll Arch Linux drauf und zunächst erstmal nur auf die Festplatte drauf. Festplatte wird gelöscht. Ne? Und wir werden am Ende des Videos dann eigentlich nur ein Eingabeprompt haben. Wir werden dann im Terminal sein, oder genauer gesagt in einer Bash, ne? In einer Shell. Nur da überhaupt hinzukommen, ist unter Arch Linux Arch langwierig. Ja. Gut, Anleitung für Einsteiger. Ich bin dann mal hier so durchgegangen und habe festgestellt, dass diese für Einsteiger gedachte Anleitung eher was für Profis ist oder wie gesagt für Leute, die das schon 10-mal gemacht haben. Ne? Das muss man alles tun. Also wir kommen bis Punkt 2.10. Mehr machen wir heute nicht. Und davon gibt es jetzt regelmäßige Screenshots, die ich euch mal zeige, weil sich die Installation, ich habe 3 Versuche gebraucht und ich bin nicht ganz doof. Ja, also ich habe schon mal öfter mit Linux gehabt. Also ich habe 3 Versuche gebraucht, um mal bis da hinzukommen. Wie gesagt, diese Bilder kriegt ihr, den Link könnt ihr euch runterladen und gegebenenfalls auf euer Smartphone, wie auch immer, zum Lesen. Das Wiki könnt ihr von da aus, damit ihr das Ganze in Ruhe, ich muss ja jetzt im Video alles ein bisschen schneller machen, angucken könnt. Also, wir haben 41 Bilder. Wir landen am Schluss dahin, da wollen wir hin. Da ist Arch Linux auf der Festplatte installiert. Noch ohne grafischen Desktop da hinzukommen, ne? Wie gesagt, das ist ein Wiki bis Punkt 2.10, ist ein sehr langwieriger und steiniger Weg. Aber das wollten wir ja. Ne? Wir wollten ja quasi vom Bruchtal nach Mordor, ne? In 41 Schritten. Nein, das sind nur die ersten. Gut, hier habe ich Screenshots gemacht. Willkommen bei Arch. Ne? Da war ich genau auf dieser Seite. Und da habe ich weitere Screenshots gemacht, ne? Weil das dauert länger. Na, hätte ich das Ganze als Video gemacht, dann wäre es das längste Video auf YouTube der Welt. So, dann geht ihr mal auf archlinux.org, Download und ladet euch das entsprechende ISO-Image runter. Ne? Wenn man auf den Download-Link geht, kann man sich bei Germany eine Download-Location aussuchen. Dann kommt man in ein Unterverzeichnis, sieht dann zum Beispiel die Arch Linux Dual, ISO Dual heißt, da ist so ein wohl 32-Bit als auch 64-Bit drauf. Wollen Sie die speichern? Ja, sagt ihr speichern, dann habt ihr die ISO-Datei. Und die ISO-Datei könnt ihr auf CD brennen, zum Beispiel mit K3B. Wie gesagt, die Bilder könnt ihr euch auch ranzoomen. Wie gesagt, die kriegt ihr zur Verfügung gestellt. Nachdem das ISO, das ist bis jetzt noch nichts Schwieriges, drauf ist, ne, dann habt ihr eine CD gebrannt. Ne, eine CD gebrannt, da ist 32-Bit und 64-Bit. Der Installer drauf. Nein, das ist eigentlich kein richtiger Installer. Da ist erstmal das Nötigste drauf, damit wir überhaupt mal Arch Linux auf die Festplatte kriegen. Ne? Denn Arch Linux wird hinterher aus dem Internet nachgeladen. Deshalb brauchen wir auch das Kabel. Gut, habt ihr die CD eingelegt? Je nach Computer unterschiedlich. Ne? Gibt es keine allgemeine Anleitung. Hier steht normalerweise F11 oder F12. Manchmal ist es auch F2. CD rein in den Rechner, booten, Bootmenü. Auswählen von CD-ROM starten, damit die Live-CD von Arch Linux mal hochkommt. Ne? Das ist noch nicht installiert. Ne? Das ist auch kein richtiger Installer. Ne? Das muss man jetzt alles von Hand machen. Oder will man unter Arch Linux von Hand machen, weil die anderen
Linux-Distros einem die Installation quasi aus der Hand nehmen. Hier will man da Einfluss haben und nicht hilflos dem Installer ausgesetzt sein. Na, gut, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, werden wir sehen. Hat man also von der CD gebootet, muss man zunächst einmal hier die deutsche Tastaturbelegung einstellen. Achtung, ne, wenn ihr das Wort Load Keys eingebt, dann müsst ihr das Z drücken, denn standardmäßig ist erstmal die amerikanische Tastatur da. Ne? Also wenn ihr das eintippt, müsst ihr erstmal das Z nehmen, statt das Y bei amerikanischen Tastaturen Z und Y verdreht. Und das Minuszeichen am besten über den numerischen Ziffernblock ganz rechts. Ne? Da seht ihr das Minus sofort. Gut, habt ihr das Eingeben Enter gedrückt, könnt ihr die deutschen Umlaute eingeben und erstmal so langsam anfangen. Ne? Wir sind bei Bild 10. Gut. Eine Installer-Informationsdatei ist auf der CD mit drauf. Die könnt ihr euch mit diesem Befehl mal anschauen. Da ist aber ein kleiner Fehler drin. Ne? Also diese Textdatei ist mit auf der CD, die kann man sich angucken. Da steht das Wort Installation Guide in groß, das muss klein sein. Wie gesagt, das könnt ihr dann zum Beispiel die englische Version auf dem Smartphone gucken oder die Anleitung für Einsteiger in Deutsch und von da ab weiter installieren. Beziehungsweise erstmal anfangen. Ne? Also im Moment ist das Ding ja immer noch auf CD. Ist noch nicht auf der Platte. Ja, und jetzt kommt der Punkt, wo die Platte gelöscht wird. Das war einer der heikelsten Punkte. Das habe ich insgesamt dreimal gemacht. Im Wiki wird nicht unbedingt darauf hingewiesen, dass man davon ausgeht, zum Beispiel bei F-Disk, dass es eine DOS-Partition ja, oder bei DOS-MBR sein müsste, wovon man ausgeht mit dem nicht dokumentierten O. Ne? Sollte man erst einmal FDIS dazu bewegen, dass er jetzt DOS-kompatiblen Masterboot-Record anlegt. Und dann drückt man diverse Tasten, um zum Beispiel die erste Partition, die Primäre, anzulegen, vom Typ Linux. Und da braucht man noch eine zweite Partition, die ist vom Typ Swap. Ja? Vom Typ Swap. Und diesen Typ muss man mit T angeben und mit 82 den Typ Swap angeben. Mit Write wird es geschrieben. Achtung! Im Wiki gibt es noch eine zweite Möglichkeit zu installieren. Partitionierende Festplatte. Das ist hier blöd gemacht. Ne? Die fangen hier mit G-Disk an. G-Disk. Ne? Und fängt man tatsächlich damit an, dann hat man nämlich keine DOS Partition mehr, sondern GPD-Partitionstabelle. Und dann, um da aus der Nummer wieder rauszukommen, braucht man den Parameter O für F-Disk, ne, der hier aber nicht geschrieben steht. Ja. Benutzt man die GPD-Partitionstabelle, wird einem erst ganz zum Schluss gesagt, dass das alles nichts oder ist. Zwei Partitionen reichen dann nicht, man braucht nur eine dritte für den Grub Bootloader. Blöd beschrieben. Finde ich nicht gut. So, das hat mich schon mal Zeit und Nerven gekostet. Wie gesagt, die Bilder könnt ihr euch dann im Detail ansehen. Ich habe auch eine Textdatei gemacht, wo ich die ganzen Texte, die ich eingegeben habe, ne, zum Beispiel Load Keys und so weiter, und was ich bei F-Disk alles für Sachen gedrückt habe, mal aufgelistet habe. Das Ding ist auch für euch zu gucken da. Gut. Haben wir die Festplatte endlich mal formatiert? Ne? Dann geht's zum nächsten. Dann gucken wir nochmal. Ne? Auf jeden Fall solltet ihr dann zwei Partitionen haben. Die erste Partition auf der Platte sollte bootfähig sein. Ja? Ist beschrieben, welche Knöpfe man drücken muss in meinen Bildern und in meiner Textdatei. Und die andere sollte Linux Web sein. Ja, gut. Dann als nächstes müssen wir ein Dateisystem anlegen, das sind ja nur Partitionen, und mit dem Label Arch, ne, also dass die Platte, bitte die Partition 1 dann Arch heißt. Gut, dann wird die zweite ebenfalls angelegt, ne, und zwar eine Swap-Partition mit dem Label, also den Namen Swap, das ist die zweite. So, bis dahin noch kein Ding. Weiter geht's, dann wird das Ganze gemountet in einem sogenannten Mount-Punkt, damit man auf diese Festplatten dann hier vom Kommando-Prompt zugreifen kann und der Swap wird aktiviert.
achtet darauf, dass ihr richtig schreibt. Manchmal korrigiert euch auch dann Arch Linux, wenn ihr zum Beispiel Swap, so wie ich zunächst, mit zwei Ps geschrieben habt. Vergesst keinen Schrägstrich, schreibt Groß-Kleinschreibung, so wie im Wiki beschrieben, sonst gibt's Ungemach. So, und jetzt müssen wir natürlich mal ins Internet mit dem Ding, um das eigentliche Arch Linux runterzuladen und auf der Festplatte mal zu verankern. Bei mir war es so, ich hatte zwei Netzwerkkarten, es wurde nicht automatisch erkannt, welche jetzt das war. Ne? Man sieht es hier gut, IP-Link brachte mich weiter, ist im Wiki beschrieben und es war dann so, dass bei mir die zweite Netzwerkkarte noch manuell ist im Wiki beschrieben. Hier erstmal dazu bewegt werden musste, per DHCP sich eine IP-Adresse zu besorgen. Kann man immer prüfen mit Ping. Jetzt war die Live-CD erstmal in der Lage, aufs Internet zuzugreifen. Ne? Gut, Installations-CD ist im PC. Die Festplatte ist mittlerweile gelöscht. Über das Kabel Router Internet besorgt sich dann gleich die Installation, die eigentlichen Dateien, die auf die Platte sollen. Gut, wir sind immer noch nicht so weit, dass es drauf ist. Das dauert länger. Das sind 40 Bilder. Wir sind beim 17. So, nun folgt man dem Wiki. Da müssen so einige Einstellungen gemacht werden. Mirrorlist ist zum Beispiel, welche Server sind von euch bevorzugt, wo denn jetzt Arch Linux runtergeladen werden soll. Und die entsprechende Mirror-Datei mit den Servernamen sollte man bearbeiten. Ich zum Beispiel habe dann oben ausschließlich Deutsche, ne, erkennbar an Germany, reingeschrieben bzw. drin gelassen. So, mit Steuerung O und Steuerung X kann man Nano wieder beenden. Nun, jetzt kommt quasi ja das eigentliche Betriebssystem aus dem Internet geflogen. Ne? Wir sind ja auf der Live-Installations-CD. So, haben das so gemacht, dass der Weg zum Internet gefunden wird, haben gesagt, welche Mirror-Server von Arch im Internet benutzt werden dürfen und dann kommt jetzt mit dem Befehl über den Router, über das Kabel, in den PC, auf die Festplatte, die ja inzwischen gelöscht ist, partitioniert ist, unser Betriebssystem drauf und dazu musste die Festplatte gemountet werden, hatten wir alle schon gemacht. So, und dann sieht das so aus, da werden die ganzen Pakete runtergeladen, nämlich dann auf die Platte. Jetzt brauchen wir noch eine sogenannte FSTUB-Datei. Die wird dann auch auf die Festplatte geschrieben. FSTUB dient dazu, damit man nicht bei jedem Start des zukünftigen Rechnersystems sagen muss, wo die Platten sind, ne, dass er sich das merkt. Hier ist das Wiki wieder nicht ganz eindeutig. Man sagt nicht Cut, zeigt es dir nur an, sondern gibt dem Benutzer direkt die Anweisung, guck mal mit Nano rein, was nicht stimmt, das kannst du editieren, finde ich irritierend. Da besteht die Gefahr, dass die Leute die Raute rausnehmen oder die im Wiki nicht zu sehende 01 löschen, weil es da nicht so aussieht. Ne? Gefährlich. Also ich würde sagen, Cut ist besser, nur anzeigen. Alles ist gut, nichts dran ändern an der FSTUB. Gut, jetzt changen wir den Root. Na, warte mal, ist das denn jetzt wieder? Ne? Change Root. Gut, die Installations-CD. Ne? Damit haben wir die ganze Zeit gearbeitet. Na, jetzt wollen wir aber direkt auf der Festplatte arbeiten und müssen dann quasi das Wurzelverzeichnis umbiegen auf die Festplatte, damit alles, was wir zukünftig jetzt tun, während der Basisinstallation auf der Festplatte landet. Und das nennt man Change Root, also das Wurzelverzeichnis nicht von der CD benutzen, sondern der Festplatte, damit alles da landet, wo es soll. Und die CD ist eingehängt, beziehungsweise die Festplatte, muss ich jetzt sagen, ist eingehängt im Mount, ne, da ist unser SDR1 eingehängt. So, jetzt sollen ja diese Einstellungen alle schön auf der Festplatte landen. Dann werden einige Einstellungen gemacht, jede Menge, ne, das muss man alles eintippen, wie verrückt. Dient erstmal dazu, dass zukünftig unser zukünftiges auf der Festplatte installiertes System sich dann direkt in Deutsch ansprechen lässt, damit wir da nicht dauernd mit Latin und so weiter rummachen müssen. Dann überprüfen wir noch,
ob die Host-Datei und die Resolve-Config-Datei in Ordnung ist, damit unser zukünftiges System auch das Internet findet. Bei mir war es übrigens nicht so. Gut, hier Resolve-Config wird dann automatisch übernommen. Die Einstellungen, die bei mir zum Beispiel im Router von Cisco stehen, die Name-Server sind von Google dort im Router eingetragen gewesen, wurden dann direkt in diese Datei auf die Festplatte geschrieben. Weiter geht's. Nun haben wir die lokale GEN-Datei. Da kommentiert man noch ein paar Rautezeichen raus, ne, immer vor dem DE, ne, dient dann auch dazu, dass es in Deutsch ist, das ganze System, lokale generieren, jawohl, Deutsch, 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 Generation komplett. Dann wird die Pacman, also Package Manager Konfigurationsdatei noch editiert, zum Beispiel, dass er multilib-fähig ist, dass er sowohl 32-Bit als auch 64-Bit Programme, Pakete akzeptiert. Nun, jetzt wird Package Manager wieder aktualisiert, synchronisiert und auch mit Multilib wunderschön. Als nächstes muss das eigentliche Linux-Kernel auf die Festplatte makeinitcpio-p-linux, ne, alles im Wiki beschrieben. Nur, dass ihr mal seht, wie das dann im realen Fall dann aussieht, in welcher Reihenfolge. Dann wird das Root-Passwort noch festgelegt, passwde, Passwort zweimal eingeben, wird hier nicht angezeigt aus Sicherheitsgründen. So, und dann kommt der Teil, wo es dann manchmal auch scheitert. Im Wiki war das nicht unbedingt alles klar, was man wie bräuchte. Ich lade mir noch ein FDisk-Programm runter mit dem Package Manager, falls man eine GPD Partitionstabelle ganz am Anfang gewählt hätte. Jawohl. Gut, dann wird das eigentliche Linux, ja, ich sag mal, Boot-System runtergeladen. Ne? Das ist aber noch nicht der Boot-Manager, das ist nämlich der Grub, der kommt später. Ne? Das eigentliche Linux-System wird runtergeladen und dann muss man dieses Linux-System dann noch konfigurieren. Da steht hier, und hier standardmäßig SDA3 drin, muss ersetzt werden durch SDA1, unsere erste Partition auf der Festplatte. Ihr seht, es ist nicht so einfach. So, jetzt wird das Ganze noch geupdatet. Ja, geupdatet. Hier kleiner Hinweis, wenn ihr so einen Spruch nicht richtig schreibt oder denkt, hoffentlich schreibe ich das richtig. Ihr könnt auch mittendrin, während ihr schreibt, einfach mal die Tab-Taste an der Tastatur drücken. Oftmals wird dann automatisch erkannt, was ihr meint, sodass ihr nicht den ganzen Spruch schreiben müsst. Gut, dann kommt jetzt das Runterladen des Grub Boot Managers. Achtung, da habe ich mich beim ersten Mal vertan. Ja, logisch. Installing Grub. Ich dachte, jetzt wäre der Grub Bootloader installiert. Nein, es ist das Installationsprogramm für den Grub Bootloader installiert, aber nicht der Grub Bootloader auf der Platte. So, jetzt muss man noch sagen, mache eine automatisch generierte Konfiguration aus dem ganzen Krempel, was ich vorher angegeben habe, und lege das dann ab in dieser Datei. Und als nächster Schritt, dann kann ich den Grub Bootloader installieren auf der Festplatte, nämlich hier Device SDA. Hier bin ich dann an der Stelle mal so ziemlich fertig. Exit, kann mich aus der Change-Root-Umgebung wieder ausloggen, bin dann quasi wieder auf der CD-ROM, kann das gemountete Verzeichnis, die Festplatte, aushängen und neu starten. Wenn alles gut geht, erscheint dann jetzt der Grub-Bootloader. Ihr braucht ab der Stelle dann die Installations-CD nicht mehr. Ja, also das ist der... Die Krönung erstmal, ne? So weit muss man erstmal kommen. Ne? Arch Linux, ne? Starten und zu diesem Kommando-Prompt kommen. Von da aus können wir dann weiter installieren. Ne? Wir haben noch keine Benutzer angelegt, wir haben noch keine Zugriffsrechte festgelegt, wir haben noch keine grafische Benutzeroberfläche angelegt. Aber an dem Punkt, wie gesagt, dann sind wir dort angelangt, dass wir keine Installations- CD mehr brauchen, sondern direkt von der Festplatte booten können. Wir brauchen immer noch den zweiten PC, denn alles ist noch terminalbasiert.
da geht es dann weiter im Wiki. Wir waren ja quasi nur bis zu dem Punkt hier. Also bis 2.10 Arch Linux neu booten. Hier sind wir da angekommen. Ihr seht, bis dahin ist es schon verdammt weiter Weg. Wie gesagt, das Wiki selbst, hier möchte ich mal kritisieren. Oftmals weiß man nicht genau, wann man etwas machen soll. Zum Beispiel steht hier Installation des Grub Bootloaders. Wunderbar, ne? Macht man dieses und jenes. Sollte etwas schief gehen, dann macht man das. Gut. Was hier nicht zu sehen ist, dass man auf jeden Fall den Grub Bootloader installieren muss. Das kann man leicht übersehen, vergessen, ist mir passiert. Dann gibt es teilweise Befehle hier beschrieben, die gibt es überhaupt nicht. Das große A gibt es nicht. Wie gesagt, einiges ist hier ein bisschen durcheinander. Ne? Manchmal braucht man etwas, manchmal nicht. Ich finde, also wie gesagt, hier Module zusätzlich laden, das kann man schön, dass man es optional könnte, aber man braucht es erstmal nicht. Ihr seht an meinen Screenshots, was ich überhaupt benutzt habe. Ne? Was war noch? Hier war es dann relativ da. Bei der F-Stub gab es dann zwei Optionen, entweder so oder so. Ich habe mich für das entschieden und hier habe ich ja mit Cut mir das nur anzeigen lassen. Das hier finde ich schlecht. Warum? Weil wenn man sich das hier genommen hat, dann sieht die F-Stub nicht genau so aus, sondern es werden die Labels angezeigt und hier vor sind Rautezeichen. Und je nachdem, wie die Bildschirmauflösungen sind, hier im Firefox sieht man auch die 0 und die 1 nicht, da besteht die Gefahr, man hebt die Leute darauf, mit dem Nano-Editor das Rautezeichen wegzulöschen, obwohl das gar nicht notwendig ist. Ne? Ist dann nicht 0. Gut. Hat man es mit der ersten Option installiert, also ohne Labels, dann passt das. Ja, mit Labels sieht es so aus, aber mit Labels sieht es eigentlich beides zusammen so aus. Das ist also mit Labels ist nicht richtig beschrieben. Bei mit Labels sind da Rautezeichen, dieser Spruch, dann kommt Label, dann wieder Rautezeichen, dieser Spruch und dann wieder Label. Also das ist nicht immer ganz eindeutig. Also es besteht immer eine Gefahr, meiner Meinung nach, dass sich die Leute vertun, ne? Insbesondere der erste Schritt hier, ja, wo man die Leute quasi erstmal auf G-Disk draufhebt, was dazu führt, dass man eine GPT-Partition hat, wo die Leute dann die Kommandos von F-Disk hinterher nicht mehr nachvollziehen können, weil dann Primary und Extended gar nicht mehr kommen, also darauf muss man erstmal kommen. Ne? Ja, wie gesagt, alles nicht so ganz eindeutig. Es gibt zwar immer Links, wo man dann wieder nachlesen könnte, aber ich denke, besser ist es, meine Bildchen mal nachvollziehen, zusammen mit dem Wiki, damit man überhaupt mal weiß, wie man hier hinkommt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.